So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Heat und wir machen heute weiter mit einem. Mal wieder mit einer Story-Mission und die da heißt Dein Vorschlag. Aber welche das ist? Mal schauen. Wir werden es hoffentlich gleich erfahren. Lass mich raten. Es geht nur nachts, oder? Da ist der Vorschlag. Ne, wir können sogar am Fahrradtag fahren. Okay. Wo ist der Typ nicht, dass er abspringt? Hey. Da ist was. Na großartig, das hat gerade noch gefehlt. Warte mal. Die Nachrichten, sind die von ihr? Das werden wir gleich erfahren. Ach, scheiß drauf. Du willst deinen Wagen wohl nicht wiederhaben. Ganz genau, Torres. Wir haben dich mit dem Geld gesehen. Wir wissen alles über den Scheiß, den ihr hier abzieht. Du denkst, du kannst uns verarschen? Kannst du nicht. Diese Aktion von neulich Nacht war ein Fehler. Habt ihr euch mal gefragt, wem das Geld gehört hat? Jemandem, der jetzt richtig angepisst ist. Wem? Nicht wem. Wir hören nicht auf sie. Frank Mercer. Er will euch finden und ausschalten lassen. Ach ja? Dann such nächstes Mal einen ruhigeren Treffpunkt aus. Du denkst, deshalb bin ich hier? Ich habe nichts davon gewollt. Es geht zu weit. Er geht zu weit. Irgendjemand muss ihn stoppen. Sollte das nicht dein Job sein? Klar, ich schreibe einen Bericht und was dann? Glaubt ihr, er hat keine anderen Cops auf seiner Seite? Es gibt nichts, was ich tun könnte, aber mit euch wird er nicht gerechnet haben. Okay. Tut uns leid, dass dein Boss so ein Arschloch ist. Aber ich denke, wir halten uns da raus. Danke. Und dein Bruder, wie sieht er das? Hey, wow, 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 wow. Er hat damit nichts zu tun. Gar nichts. Hör zu. Er wird da nicht mit aufhören. Versteht ihr das? Und ich kann ihn nicht ewig zurückhalten. Also müsst ihr handeln, und zwar schnell. Das ist eure einzige Chance. Das machen wir also. Jetzt gerade sollten wir zusehen, dass wir abhauen. Ich schicke euch einen Standort. Was? Wofür? Sie verschieben Ware. Folgt ihnen, dann seht ihr es. Der Rest liegt bei euch. Ha, das war schon alles jetzt, oder was? Oh, okay. Ich dachte mir, wir haben jetzt ein tolles Rennen hier noch und vor uns, aber scheinbar nicht. Wie jetzt bei der Sache. Oh. Na dann. Machen wir es heute anders, dann machen wir heute doch, ein bisschen mehr Story. Dann machen wir heute noch ein bisschen was anderes. Ich dachte mir, wir machen heute da die eine Mission. Okay, ihre Nachricht ist da. Wie es aussieht, liegt der Ort am Hafen. Wir treffen uns dann da. Warte mal, gerade kurz. Warte mal. Wenn wir gerade schon dabei sind, dann machen wir das noch. Machen wir doch lieber hier, ey, na, weiter. Dann machen wir heute ey, na, noch. Ich will möglichst viel über Torres rausfinden. Wir müssen wissen, mit wem wir es zu tun haben. Ich glaube, ich weiß, welche Mission das ist. Los geht's.
Die Verfolgung des Gesetzes. Gut, dass ich nicht rangegangen bin. Es war Jordan und sie ist sauer. Warum das denn? Weil alle nur noch über Shaws Abgang reden und wir im Rampenlicht stehen. Da, wo wir auch hingehören. Oh ja. Yeah. Hey, da kommt er ja. Tada, Fahrer. Wir müssen ihm also folgen. Ich glaube, er ist jetzt im Containerdepot. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube nicht, dass die hier Strafzettel verteilen. Scheiße, weil ich den verpasst habe, wegen dieser scheiß Ecke hier. Kann schon schief gehen. So ziemlich alles. Steht in der Nachricht auch, wohin wir diesem Kopf folgen? Nein, aber wir werden es wohl rausfinden. Und hoffentlich überleben. Hey, er fährt ins Containerdepot. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube nicht, dass die hier Strafzettel verteilen. Was machen die da? Unser Junge hat gerade ein paar Schlüssel bekommen. Wenn wir weiterfahren, sehen sie uns. Lass uns denselben Weg zurücknehmen. Hast du was über Torres rausgefunden? Nicht viel. Außer, dass sie zum Mörsers Einheit gehört und sie den Scheiß schon eine Weile machen. Nur ist es jetzt außer Kontrolle geraten. Vielleicht sagt sie ja die Wahrheit. Kann sein. Ich glaube, das ist tatsächlich die finale Ena-Mission. Frag mich, wieso man mit sowas anfängt. Geld, Status. Kommt mir bekannt vor. Okay, alles klar. Los jetzt. Hast du schon mit Lucas geredet? Nein. Wir haben schon früher gestritten. Aber nie so. Ich lasse ihn lieber eine Weile in Ruhe. Irgendwas verschweigt er mir. Irgendwas über ihn und Papi. Dachte, zwischen ihnen lief's gut. Das habe ich anders erlebt. Okay, er hält
hält wieder an. Wenn wir da sind, parken wir und warten. Das ist dann wohl die Ware. Wir müssen ganz schön Gas geben, wenn wir dranbleiben wollen. So, darf ich das Auto jetzt einfach mal schrotten oder geht das jetzt irgendwie noch die ganze Zeit, um ihn zu verfolgen, Alter? Echt? Was ist passiert? Dasselbe wie bei mir. Der Wagen wurde beschlagnahmt und ist dann spurlos verschwunden. Sieh dir das an. Der Arsch fährt, als wäre das sein Wagen. Hat das jemand gemeldet? Das würde sowieso nichts bringen. Da steht Aussage gegen Aussage. Und uns glaubt hier keiner. Ja, ich versuche jetzt gerade mal ein bisschen dran zu bleiben, das mal auf 0% zu halten, dieses Misstrauen. Er fährt links die Straße runter. Bleib dran, aber schön unauffällig. Halt hier an. Ja, das sieht total legal aus. Finden wir es raus. Hier müssen ein paar Mögen wert sein. Ich hatte Rennen gegen ein paar von denen. Das ist Vaders Auto. Was machen die hier? Heilige Scheiße. Ist das krass. So krass wie ein Kofferraum voll Geld? Das ist verrückt. Leise! So eine Scheiße! Dein Auto wirst du wohl nicht wiedersehen. Diese Wichser. Scheiße, du hättest sein Gesicht sehen sollen, als ich alles aufgeladen habe. Er war kurz vorm Heulen. Das hätte Frank gefallen. Okay, ich helfe Torres. Das Arschloch Mercer. Wir halten ihn auf. Wenn wir das machen, brauchen wir einen Plan. Uns fällt schon was ein. Okay, das könnte doch ganz interessant werden. Könnte. Die Verfolgungsgesetze, das ist abgeschlossen. Und damit sind wir durch für heute, liebe Leute. Und für das bisschen nehmen wir jetzt 8000 Reputationspunkte und 22.000 Dollar mit. So, dann machen wir das so und dann ist Feierabend, wie gesagt, für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann versuchen wir mal wieder ein bisschen Rennen zu fahren. Nach allem, was die Crews so erzählen, scheint es da draußen ja ziemlich verrückt zu sein. Pass gut auf dich auf. So, Optik-Tuning. Du war mal mit. Mal alles mit. Sind wir auch mit.
Auch das nehmen wir mit. Soundsystem rein. So. Die Tönung mal rein. So, gucken wir mal kurz in die Bibliothek, was wir hier noch so haben an... Nicht meine Folie, sondern Community. Da gucken wir mal. Nehmen wir die, die sieht cool aus. Neon. Luftfederung rein. Passen zum Auto natürlich alles, soweit es geht, in grün. So, haben wir noch ein bisschen was an Leistung drin. So, gut. Dann machen wir jetzt Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter. Mal wieder. Vielleicht ein bisschen Kohle verdienen. Nur, dass die Karriere ein bisschen aufbauen können.